Kommendes Wochenende wird das Mehrzweckgebäude G3 feierlich mit einem Tag der offenen Tür in Dormin-Stellingen eröffnet. Auf was genau dürfen sich die Besucher freuen? Das Gebäude steht den ganzen Tag für Besichtigung offen. Dazwischen gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Funktionsmöglichkeiten des Gebäudes kennenzulernen. Es gibt einen Zauberkünstler, es gibt Kasperletheater, es gibt einen Ballonflugwettbewerb, es gibt Verpflegungsmöglichkeiten, die Jugend wird eine Cocktailbar haben. Es gibt für Jung und Alt Möglichkeiten. Die Freie Evangelikale Gemeinde hat die Räumlichkeiten erweitert und das Mehrzweckgebäude G3 errichtet. Welche Funktion übernimmt dieser G3-Raum in Zukunft? Also wir haben hier in den neuen Räumlichkeiten die Möglichkeit, wieder als gesamte Gemeinde Gottesdienste zu feiern. Wir haben oben Gruppenräume, die speziell für die Kinder hergerichtet sind, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie in verschiedenen Altersgruppen vom Kindergarten bis zur Jugend ihre Gruppentreffen haben können. Wie lange wurde in diesem Gebäude gebaut? Also die Bauzeit hat knapp ein Jahr gedauert. Davor haben wir etwa 5 Jahre Planungszeit gebraucht. Nebst der Nutzung für uns selber steht das Gebäude auch zur Verfügung für andere Veranstaltungen. Es können hier Hochzeiten, Firmenfeiern, Geburtstage, Konzerte, Theater durchgeführt werden. Der Raum sollte ein Ort der Begegnung sein, ein Ort, wo Menschen sich treffen, zusammen Zeit verbringen. Wir möchten im Prinzip das Haus offen haben für alle, die hier in Dormin und Umgebung daheim sind. Also ich würde mich freuen, Samstag möglichst viele Leute aus Dormin und den umliegenden Orten begrüßen zu dürfen. Ich lade Sie ganz herzlich ein, sich selber ein Bild zu machen von den schönen neuen Räumen, die wir hier haben.